Willkommen in dieser famosen Hippokrates von Kos und Corona-Reihe. Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie gut diese Reihe ankommt und wie gut sie euch gefällt. Und heute geht es darum, was passiert, und zwar im Kontext 7 Dinge, die tatsächlich passieren, wenn du aufhörst, Fleisch zu essen. Und was Hippokrates von Kos damit zu tun hat, das erfährst du jetzt, sowie die 7 Dinge. Bleib auf jeden Fall dran, es wird wie immer super spannend! Hallihallo, sehr danke, sehr danke, sehr Broccoli. Wie gut geht es dir? Ich hoffe doch hervorragend, und ich hoffe, du verzeihst, dass du nicht Hippokrates von Kos vor dir hast. Der ist schon ein paar Jahrtausende tot. Aber der Mr. Broccoli, der ist lebt, der ist lebendig, der futtert seine Sprossen und hat natürlich auch schon vor über 7 Jahren aufgehört, Fleisch zu essen. Und deshalb bekommst du heute 7 Dinge, die passieren, wenn du aufhörst, Fleisch zu essen. Und ich maße mir natürlich nicht an zu behaupten, welche Arten von Fleisch und ob Hippokrates von Kos damals Fleisch gegessen hat. Diese Episode ist daran angelehnt, dass wahrscheinlich auch Hippokrates von Kos das Fleisch von heute wirklich verschmäht hätte. Zumindest das meiste Fleisch, 99% des Fleisches, das wir essen, ist ja jetzt nicht unbedingt von Kühen, von Rindern, von Säuen, die wirklich ein Probeleben hatten. Und auch nicht wegen uns Menschen sterben mussten und immer draußen waren und immer das Natürlichste gegessen haben und von Menschen noch gestreichelt wurden. Ja, das ist Märchen oder gibt's nur in der Werbung. Also von daher vermute ich weiß es nicht aus sicheren Quellen, ich kann mich an meine früheren Leben nämlich nicht erinnern, aber ich vermute, dass Hippokrates von Kos damals eben diese Fleischsorten, die wir heute haben, nicht gegessen hätte. Und das legendäre Hippocrates Health Institute in Florida, das ja Hippokrates als sein Gründungsvater sieht und auf dessen Lehren basierend seine Aussagen und seine über 60-jährige Erfolgstradition basiert, dass die, davon kommt dieser Input, letztlich 7 Dinge, die passieren, wenn du aufhörst, Fleisch zu essen, die sind basiert, valuiert und letztlich auch medizinisch hinterlegt aus dem Hippocrates Health Institute in Florida. Und deshalb will ich sie euch jetzt heute nicht vorenthalten, und ich werde auch gar nicht viel dazu sagen. Ich würde sagen, Tam, lies die einfach vor, beziehungsweise lies die anderen 3 vor. Die ersten 4 kriegst du natürlich von mir. Und übrigens ist das auch ein Ausschnitt aus dem legendären Film Fork Over Knives. Wenn du den noch nicht gesehen hast, schau da auf jeden Fall mal in die Shownotes. Dort ist er verlinkt. Und auch da ist ja nicht letztlich aus Vermutung heraus geredet, sondern letztlich eben aus wissenschaftlicher, basierter Hintergründen. So, jetzt geht's aber los. Ich möchte dich nicht weiter auf die Folter spannen. Ich hau dir die ersten 4 Positionen ums Ohr, und dann am Ende darfst du vorlieb nehmen mit unserer lieben Tam, die sich mit Sicherheit freut, auch dir heute wieder 3 wertvolle Tipps mitzugeben. Also, Punkt Nummer 1, du reduzierst Entzündungen in deinem Körper, ganz einfach deshalb, weil natürlich Fleisch sauer verstoffwechselt wird und ein zu hoher Säuregehalt im Körper scheint eben Entzündungen zu begünstigen, und dementsprechend kannst du natürlich Entzündungen reduzieren. Tipp Nummer 2, beziehungsweise Ding Nummer 2, dein Cholesterinspiegel im Blut wird sinken. Dazu brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Hohes Cholesterin ist eine der Volkskrankheiten schlechthin im Moment. Also von daher auch hier ein Cholesterinsenker vielleicht mit am Start. Dann Punkt Nummer 3, du wirst dein Mikrobiom neu gestalten. Ganz klar, jede Änderung deines Essverhaltens optimiert natürlich auch dein Mikrobiom. Fakt ist wohl auch, dass Fleisch eben auch die schlechten Bakterien in unserem Körper natürlich eben auch füttern, und dementsprechend können wir da natürlich auf eine Optimierung hoffen. Und Punkt Nummer 4, der von mir heute noch kommt, ist, die Funktionsweise deiner Gene kann sich ändern. Auch hier habe ich bewusst kann vernommen, weil ich das natürlich auch nicht jetzt hier nachweisen kann. Aber alleine die 4 Punkte, die würden mir schon wirklich helfen, letztlich darüber nachzudenken, auf Fleisch zu verzichten. Vor allem Punkt Nummer 1, du reduzierst Entzündungen in deinem Körper. Ja, du weißt, Entzündungen, vor allem stille Entzündungen, sind der Grund allen Übels, von vielen Krankheiten und Volkskrankheiten, die wir jetzt vielleicht schon in uns brüten haben und die noch gar nicht
ausgebrochen sind. Aber jetzt kommt die liebe Tam mit den restlichen Weisheiten und am Donnerstag in der nächsten Episode, da wirst du ein Mega-Video erfahren, das ist nämlich ein Bonus-Video aus unserem aktuellen Kurs, dem Vegan Clean Eating Keto-Kurs, und da werde ich dir erzählen, wie du deine Proteine, die du aufnimmst, auch zu 99% verstoffwechseln kannst. Denn es ist mittlerweile bewiesen, dass wenn du Proteine zu dir isst, dass aufgrund vielfältiger, ja, letztlich Sachen, die passieren können in deinem Körper, du vielleicht nur einen Bruchteil dieses Proteins auch tatsächlich verwertest. Also für alle, die Wert auf gute Proteine legen, die Wert auf gute Verwertbarkeit der Proteine legen und die einen wirklichen Hack erfahren wollen, am Donnerstag auf jeden Fall einsteigen. Und jetzt die letztlichen drei Punkte mit unserer lieben Tam. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, denn der hilft dir eben auch, Reduzierungen, Entzündungen zu reduzieren, Cholesterinpegel zu senken und so weiter. Bis dann, danke. Wenn du aufhörst, Fleisch zu essen, verringerst du die Wahrscheinlichkeit, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, drastisch. Du erhältst die richtige Menge und die richtige Art von Proteinen. Du hast einen großen Einfluss auf die Gesundheit unseres Planeten und seiner Bewohner. Wusstest du, dass wir 3 Episoden in der Woche veröffentlichen im Vegan Podcast? Wenn du keine Episode verpassen möchtest, vor allem die neuesten News rund um die vegane Ernährung, optimale Fitness und deine strahlende Gesundheit sowie dein tolles Aussehen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Du kannst das in iTunes mit Apple Podcasts tun. Du kannst das natürlich in Google auf deinem Android-Handy tun mit Google Podcasts. Du kannst das in Spotify tun und wo auch immer du möchtest. Verlinkungen dazu findest du in den Shownotes und vor allem teile diesen Podcast mit deinen Liebsten, denn ich glaube, es ist für jeden immer mal etwas dabei. Vielen lieben Dank, dein Mr. Broccoli. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Hier noch ein kleiner Reminder. Die Informationen in diesem Podcast sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Deshalb raten wir bei medizinischen Problemen und Fragen immer ärztlichen Rat einzuholen.